Höchststrafe nach dem Terroranschlag von Halle. Soeben ist das Urteil gefallen. Beim Prozess in Magdeburg ist der durchgeführt und abgehalten worden. Und im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle ist der Angeklagte Stefan B. zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Zudem stellte das Oberlandesgericht Naumburg heute die besondere Schwere der Schuld fest. Damit schauen wir zu Lutz Stordl, der ist in Magdeburg kurz nach Verkündung des Urteils. Die Verteidigung von Stefan B., wird die das Urteil so annehmen? Also ich persönlich, wir haben noch nicht mit Ihnen gesprochen, die Urteilsverkündung wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber ich denke schon, dass sie es annehmen wird, weil so wahnsinnig viele Alternativen gibt es nicht. Die Verteidigung selbst hat ja auch kein eigenes Strafmaß gefordert. Sie sprach nur davon, dass man die Persönlichkeit des Angeklagten mit in Betracht ziehen soll. Aber es ist so erdrückend, die Beweislast. Und Ihr Mandant, von dem Sie sich auch während des Prozesses mehr oder minder schon distanziert haben, der hat ja auch keine Chance da ausgelassen, während des Prozesses quasi um die Sicherungsverwahrung auch quasi zu betteln. Er hat vor Gericht angekündigt, wenn er wieder rauskommt, dann wird er weiter Jagd auf Juden, Jagd auf Muslime machen. Was soll man mit so einem Mensch machen? Die Morde sind unstrittig, die Beweislast ist erdrückend. Also ich sehe für die Verteidiger nicht große Chancen, hier nochmal in Berufung zu gehen. Da kann nichts anderes dabei rauskommen. Lutz, ganz kurz zum Mann selbst. Du hast gesagt, völlig verblendet, der Mann, der selber sagt, sollte er je wieder auf freien Fuß kommen, macht er weiter Jagd auf Juden, auf andere Menschen. Diese Radikalisierung ist geklärt worden während des Prozesses, wie sich dieser Mann so hat radikalisieren können. Gibt es da eine größere Gruppe? Ist das allein, hat er das allein mit sich ausgemacht? Wie hat das stattgefunden? Naja, das ist für mich eigentlich das große Problem des Prozesses. Normalerweise ist es so, dass man zu einer Art Abschluss kommt. Nicht die, die um ihre Kinder hier trauern müssen, aber dass man einen Strich ziehen kann und weiß, da sind Punkte, da kann ich Fehler nicht wiederholen. Hier ist es viel komplizierter. Also der Täter hat sich nach allem, was in den Verhandlungen rauskam, wirklich alleine im Netz radikalisiert. Im Darknet, wo selbst die BKA-Beamten erhebliche Probleme hatten beim Auswerten, Spuren zu finden, wo er überhaupt verkehrt ist. Es gab keine Absprachen, es gab kein Netzwerk. Hier kann nicht irgendjemand einen V-Mann in irgendeine Gruppe einschleusen, wenn es wirklich einer alleine da ist. Was für viele, auch für viele Nebenkläger einfach unverständlich ist, wieso die Eltern nicht gemerkt haben, was mit ihrem Sohn losgeht. Das Kind lebte getrennt. Beim Vater in der Garage hat er die Waffen gebaut. Bei der Mutter hat er im Alter von 28 noch in der Wohnung gewohnt, in einem eigenen Zimmer. Und diese Mutter, sie war Lehrerin für Ethik. Und dass man dann wirklich nicht mitbekommt, was im Kopf des Kindes passiert, das bleibt für alle hier wirklich unvorstellbar. Lutz Stordl, für den Moment recht vielen Dank nach Magdeburg. Die Urteilsbegründung, du hast es gesagt, die einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird. Lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung, also für den Anschlag von Halle im vergangenen Jahr. Recht vielen Dank nach Magdeburg.